Ratet mal, wer gerade schon 3/4 des Videos aufgenommen und dann gemerkt hat, dass er die Kamera gar nicht angemacht hat. This guy. Ja, dann machen wir es einfach nochmal, oder? Nachdem ich hier schon über die wilden Kerle und die wilden Hühner geredet habe, kamen immer mehr Vorschläge für Kinderfilme, die ich mir mal anschauen soll. Ganz oft wurden dabei die Vorstadtkrokodile genannt, von denen ich auch noch keinen einzigen Teil gesehen habe. Also habe ich mir die Filme besorgt und dachte mir, dass ich dazu ein Video machen könnte, aber... Ich habe dann gesehen, dass es in den 70ern schon mal einen Fernsehfilm zu den Vorstadtkrokodilen gab und dachte mir, also wenn, dann fangen wir doch ganz von vorne an, oder? Ehrlich gesagt hat mich der Originalfilm aus den 70ern sogar mehr interessiert als die neuen Filme. Die neuen sind Produktionen fürs Kino, aufgenommen in einer Zeit, die ich selbst miterlebt habe. Da kann ich mir schon mehr oder weniger den Look des Filmes vorstellen und eventuell auch, wie die Charaktere reden und ihr Leben aussieht. Das Original ist aber viel billiger fürs Fernsehen produziert und spielt in den 70ern. Da ich weder in den 70ern gelebt habe, noch einen Fernsehfilm aus der Zeit kenne, war ich total gespannt, was mich da erwartet und ich wurde nicht enttäuscht. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Wie immer fangen wir erstmal mit ein paar Fakten an. Die Basics. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman Die Vorstadtkrokodile von Max von der Grün, der 1976 erschien. Ein Jahr später, also 1977, kam der Fernsehfilm, an dem Max von der Grün auch das Drehbuch geschrieben hat. Die Regie hat Wolfgang Becker übernommen und wenn man sich den Abspann anschaut, waren da gar nicht so viele Menschen an dem Film beteiligt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt absolut keinen Vergleich, wie groß die Produktion tatsächlich war. Ich habe, wie gesagt, noch keinen anderen Fernsehfilm aus den 70ern gesehen. Die Credits am Ende waren aber auf jeden Fall überschaubar. Zum Teil fehlen da aber auch Leute, dazu kommen wir aber später noch. Was den Film außerdem besonders macht, sind die Kinderdarsteller. Der Film wurde zum Großteil in Bracht gedreht, was fast an der Grenze zu den Niederlanden liegt und Stand September 2022 ca. 7000 Bewohner hat. Ist also eine relativ kleine Stadt, wobei Stadt, glaube ich, der falsche Begriff ist. Bei Wikipedia steht einmal, dass es eine Gemeinde ist, im Artikel zu Bracht steht aber, dass es ein Ortsteil der Gemeinde Brüggen ist. Keine Ahnung, was da jetzt stimmt, ist auf jeden Fall nicht so groß und war in den 70ern vermutlich noch kleiner. Für den Film hat man sich von 200 Schülern aus der Gegend Laiendarsteller gesucht. Das heißt, alle Kinder aus dem Film kommen tatsächlich aus der Gegend und kannten sich eventuell schon zum Teil oder hatten danach zumindest die Möglichkeit, miteinander abzuhängen und zusammen aufzuwachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das zum einen aus Kostengründen so gemacht wurde. Gleichzeitig fügt das dem Film aber auch so eine große Schippe Authentizität hinzu, wenn man weiß, dass alle Kinder auch wirklich von da kommen. Abgesehen von einem Kind, by the way, dazu kommen wir aber auch später noch. Die Erwachsenen im Film sind laut Wikipedia durchweg mit namenhaften Schauspielern besetzt. Ich kannte zwar niemanden davon, hab aber wie gesagt auch null Bezug zu deutschen Filmen, vor allem welchen aus den 70ern und noch früher. Ich habe aber zumindest gesehen, dass einige davon regelmäßig beim Tatort mitgespielt haben, was ja irgendwie so ein riesiges Ding ist. Habe ich auch noch keine einzige Folge gesehen, falls es da überhaupt Folgen gibt. Ich kann euch nicht mal sagen, ob Tatort eine Serie ist oder einfach ganz viele Filme. Überhaupt nicht mein Fachgebiet, worüber ich heute rede, aber deshalb hat es mich auch so fasziniert. Aber gut, so viel erstmal zu den Basics. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Handlung. Der Film beginnt mit den Vorstadtkrokodilen an einer alten Ziegelei, die verlassen und einsturzgefährdet ist. Die Vorstadtkrokodile sind eine Art Clique, die zusammen abhängt und wer dazugehören will, muss eine Mutprobe bestehen. Während Mutproben bei den wilden Kerlen so aussehen, dass man zusammen ins Wasser springt, muss Hannes, der bei den Krokodilen aufgenommen werden will, einfach über eine wackelige Leiter auf das Dach des einsturzgefährdeten Gebäudes klettern. Als er dann wieder runter will, geht aber was schief. Er rutscht aus, kann sich an der Regenrinne festhalten und baumelt da erstmal rum. Seine Freunde sind dabei richtige Schisser und rennen zum Großteil weg. Ein paar holen aber zumindest eine Leiter und versuchen zu helfen. Aber die eigentliche Rettung kommt von ganz woanders. Ich wusste nur, dass es in dem Film einen Jungen im Rollstuhl gibt und dachte bei der Szene erst, dass Hannes runterfällt und durch die Aktion im Rollstuhl landet. Er wird aber tatsächlich vom Rollstuhlfahrer Kurt gerettet. Der schaut zu Hause mit einem Fernrohr durch die Gegend, hat das Ganze zufällig gesehen und ruft die Feuerwehr. Die schaffen es rechtzeitig anzukommen, weil Hannes wohl die stärksten Hände und Arme der Welt hat und sich minutenlang da festhalten konnte. Kann mir aber auch vorstellen, dass man in dem Moment richtig vollgepumpt mit Adrenalin ist und das vielleicht sogar wirklich geht. Hannes wird aber auf jeden Fall gerettet und muss sich dann bei Kurt bedanken. Du, Wolfenmann, ich soll mich bedanken, hat mein Vater gesagt. Na dann tu's doch. Hab ich doch. Na dann ist ja gut. Dabei kommt auch zur Sprache, dass es in der Gegend gerade immer wieder Einbrüche gibt und man nicht weiß, wer dahinter steckt. Leichtsinnige Kinder, einsturzgefährdete Gebäude und Einbrecher. Das klingt nach einem ganz schönen Mangel an Sicherheit und heutzutage muss man sich auch noch Sorgen machen, dass man digital bestohlen wird. Immer mehr Leute fallen auf Betrüger im Internet herein und neulich gab es sogar unter meinen Videos Bots, die sich als mich ausgegeben haben und hunderte Leute angeschrieben haben, dass sie sich für einen Gewinn
Gewinn in Telegram melden sollen, was natürlich einfach nur ein Scam war. Ich habe die Kommentare so schnell es ging gelöscht und im Community-Tab davor gewarnt, wurde aber dann trotzdem von einer Mutter angeschrieben, die nachgefragt hat, weil ihr Sohn fast darauf reingefallen wäre. Deshalb ist es da auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man im Internet nicht alles glauben sollte und sehr viele Personen oder Bots unterwegs sind, um eure Daten zu klauen. Und ihr ahnt es schon, aber mein treuer Sponsor NordVPN hilft euch online zu schützen. Zum einen schützt es euch mit dem NordVPN-Bedrohungsschutz, der eine Großzahl von schädlichen Links schon vorher erkennt und euch warnt, bevor ihr da draufklickt. Der Bedrohungsschutz scannt auch Daten, die ihr herunterladet, darauf, ob es eventuell ein Virus sein könnte und blockt betrügerische Werbung, was die Gefahr, dass was passiert, extrem verringert. Was ihr auch machen könnt, ist euch über einen der mehr als 5500 Server in mehr als 59 Ländern einzuloggen. Für Websites sieht es dann so aus, als wärt ihr an dem Ort eingeloggt und man kann nicht bestimmen, wo ihr euch tatsächlich gerade befindet. So seid ihr sicher, wenn ihr öffentliche Netzwerke wie an einem Bahnhof benutzt und könnt obendrauf auch noch Filme und Serien aus anderen Ländern streamen. Bei Disney Plus und Netflix gibt es zum Beispiel je nach Land eine unterschiedliche Auswahl. Über den Link nordvpn.com/demon bekommt ihr einen krassen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und einen Monat NordVPN gibt es noch gratis obendrauf. Ihr könnt das Ganze auch erstmal risikofrei ausprobieren, weil es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Klickt dazu einfach auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung. NordVPN kann euch zwar vor vielen Gefahren schützen, es ist aber trotzdem hilfreich, auch selbst einfach darauf zu achten, wie vertrauenswürdig Angebote oder Links im Internet sind. Wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, die im Internet unterwegs sind und sowas noch nicht auf dem Schirm haben, redet mit denen darüber, damit die wissen, dass man da vorsichtig sein muss. Das kann nämlich wirklich überall passieren, egal ob Bots auf Instagram oder auch in den Kommentaren unter YouTube-Videos. Widmen wir uns jetzt aber wieder den Offline-Problemen der Krokodile aus den 70ern. Hannes will Kurt auch den anderen Krokodilern vorstellen, die sind aber zum Großteil nicht sehr angetan von ihm, weil der Anführer Olaf sich gegen ihn stellt. Wisst ihr, wer die Feuer gerufen hat? Das war der Wolfemann, der Koch. Der Krüppel. Der Rollstuhlrennfahrer. Die halbe Portion. Maria ist aber etwas offener und schafft Kurt später mit Hannes ins Baumhaus, damit er das auch mal sieht. Jedenfalls kein Grund, ihn so zu behandeln, als wäre er der letzte Dreck. Da bahnt sich auch so langsam eine Freundschaft an und Kurt wird mehr integriert. Genau deshalb hatte Max von der Grün übrigens das Buch geschrieben. Sein Sohn saß selbst im Rollstuhl und er wollte mit seinem Buch einen Beitrag für mehr Integration leisten, was ich richtig cool finde. Weniger cool finden die Krokodiler, dass am nächsten Tag ihr Baumhaus abgerissen ist, weil die Forstverwaltung das nicht mochte. Ich habe euch gewarnt, der Förster. Kurt schlägt aber einen Platz fürs neue Lager vor und hat da aber seine eigenen Hintergedanken. Er hat nämlich mit seinem Fernrohr die Einbrecher beobachtet, wie sie im Elektroniklager Sachen geklaut haben. Er vermutet, dass sie ihr Diebesgut in der alten Ziegelei verstecken und schlägt deshalb vor, dass man da das neue Lager der Krokodile aufmachen könnte. Der Vorschlag wird angenommen, Kurt schaut sich da um und findet tatsächlich die gestohlenen Sachen. Er behält aber für sich, wer die Diebe sind, weil einer davon, Egon, der ältere Bruder von Frank, einem der Krokodile ist. Ja, aber warum zeigst du sie nicht an? Weil ich es nicht beweisen kann. Wie im Tatort. Die Krokodiler überlegen auch, wer die Diebe sein könnten. Die Eltern denken zumindest, dass es Türken oder Italiener waren und die Italiener werden hier auch gern mal als Ithaka bezeichnet. Olaf sagt, es sind bestimmt die Ithaka oder die Türken. Das ist das, was ich mit der Authentizität von dem Film meine. Solche Sachen sind zwar nicht politisch korrekt, aber so hat man da halt geredet. Einige Sachen werden dann auch mal kritisch kommentiert. Die Ithaka. Ithaka sagt man nicht. Aber viele solcher Aussagen bleiben halt einfach ungefiltert im Film. Hast du das wem erzählt? Maria Weißmann. Sonst weiß es keiner und die hält ihren Mund. Denkst du? Weiber können ihr Mundwerk nicht halten, auch wenn es Kinder sind. Ach komm, lass doch die blöden Ausländer aus dem Spiel. Kurt wird langsam immer mehr von der Gruppe aufgenommen, was sich sehr schön beim Besuch auf dem Minigolfplatz zeigt. Der Besitzer will Kurt vom Platz verbannen, weil er mit seinen Reifen den Rasen zerstören würde. Die Krokodile halten aber alle zu Kurt und stellen sich gegen den Minigolfplatzbesitzer. Sogar Egon, der übrigens von Martin Semmelrogge gespielt wird. Das ist ganz witzig, weil sein Vater Billy Semmelrogge den Besitzer vom Minigolfplatz spielt und ich habe dazu gelesen, dass es sogar nochmal eine Anspielung darauf in den neuen Filmen gibt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Die Krokodiler denken, dass die Diebe bestimmt bald das Lager wechseln, weil sie jetzt die ganze Zeit hier sind und am Tag des Schulfestes passiert das dann auch tatsächlich. Die Kinder sollten eigentlich alle beim Fest sein, aber die Diebe laden das Diebesgut in einen Transporter. Die Krokodiler sehen, wer die Diebe sind, es kommen aber auch gerade ausländische Kinder vorbei und nutzen die Chance, um die Diebe zu bestehlen. Und jetzt sind die Krokodiler in einer blöden Situation. Sie wollen zum einen nicht Egon verpfeifen, weil sie mit Frank befreundet sind, sie wollen aber auch nicht, dass jetzt davon ausgeht,
ausgegangen wird, dass die Ausländer für die ganzen Einbrüche verantwortlich waren. So stellt es nämlich die Polizei und die Presse jetzt dar. Gestern nahm die Polizei 5 Italiener-Kinder fest, bei denen Sachen gefunden wurden, die einwandfrei aus den Einbrüchen stammen. Ich will an der Stelle auch noch erwähnen, dass Kurt einfach einen Pfeil auf Egon geschossen hat, was ich schon ziemlich krass fand. Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Egon greift später auch noch Kurt an, weshalb Kurts Vater dann doch zur Polizei geht. Bei der Polizei erfahren sie dann, dass die richtigen Einbrecher dank ihres Fahrzeugs ermittelt werden konnten. Über einen VW-Kastenwagen sind wir dahinter gekommen. Und Egon wird verhaftet. Am Ende sieht man dann, wie die Krokodiler dabei zusehen, wie die Ziegelei gesprengt wird, was ich richtig cool fand. In dem Film mit dem kleinen Budget kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass die gerade sowieso gesprengt werden sollte und man sich dann dachte, ey, lass das doch mal aufnehmen und einfach in den Film einbauen. Ob es wirklich so abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ich stelle es mir aber so vor und das finde ich ziemlich cool. Das Fenster in eine andere Zeit. Nachdem wir jetzt mit der Handlung durch sind, wollte ich noch ein paar Sachen erzählen, die ich bei der Recherche zum Film herausgefunden habe oder die ich einfach interessant fand. Zum einen hätten wir die Rolle von Kurt, dem Jungen, der im Rollstuhl sitzt. Die Rolle hat mich mehrmals verwirrt. Zum einen, weil seine Stimme qualitativ hochwertiger klang als die anderen. Die anderen klangen so, als hätte man ihre Stimme vor Ort aufgenommen, mit so einem leichten Rauschen und Hintergrundgeräuschen. Aber Kurt klang viel klarer und ich dachte dauernd, dass mir die Stimme voll bekannt vorkommt. Also wegen Körperverletzung? Nein, nicht wegen Körperverletzung. Ich wollte bloß sagen, dass es nicht die Ithaka aus dem Spaghetti-Viertel waren. Ithaka sagt man nicht kurz. Außerdem stand in den Credits, dass er von einer Birgit gespielt wurde und ich dachte mir, das ist aber ein komischer Name für einen Jungen. Das war halt auch weird, weil es eine Szene gibt, in der man explizit Kurts Penis sieht. Er muss nämlich mal unterwegs aufs Klo und kann das halt nicht alleine, weshalb Maria ihm da hilft. Das Geheimnis wurde aber gelüftet. Kurt wurde von einem Mädchen namens Birgit gespielt. Sie ist auch die eine Kinderdarstellerin, die nicht aus der Gegend Bracht kam. Weil man dann aber doch fand, dass ihre Stimme im Film nicht überzeugend genug war, wurde Kurt nachsynchronisiert von Oliver Rohrbeck, der wohl am bekanntesten für seine Stimme bei den 3 Fragezeichen ist. Er wurde aber nicht in den Credits vom Film erwähnt. Was ich auch noch total interessant fand, war die Doku Bleibt knackig, Freunde. Die ist auf der DVD mit drauf, geht eine halbe Stunde und es geht im Prinzip darum, wie der Regisseur vom Film 4 Jahre nach den Dreharbeiten die Kinderdarsteller besucht und schaut, was die aktuell so treiben. Einer hat gerade seine Firmung, der andere zieht mit seiner Familie von Flohmarkt zu Flohmarkt. Rita, die Schauspielerin von Maria, macht eine Ausbildung zur Schreinerin und hilft auf dem Bauernhof. Der eine schraubt an Autos rum und macht bei Derbys mit. Einer, der bestimmt noch nicht volljährig ist, raucht, trinkt Bier und vermutlich war da ein Schnaps drin und redet darüber, dass er gerne Dachdecker werden will. Das war auch so ein Moment, an dem ich dachte, das würde heutzutage nicht so gefilmt und als Bonusmaterial auf einen Kinderfilm mit draufgepackt werden. Und genau das macht es für mich so spannend. Ich komme halt auch vom Dorf und weiß halt, dass das zumindest bei uns auch die Realität war. Du hast da die Bauernhöfe, wo die Kinder schon mit 6 anfangen, schwarz Traktor zu fahren. Du hast die Teenager, die Bier trinken und rauchen. Ich will jetzt auch gar keine Debatte darüber starten, ob das gut oder schlecht ist, denn natürlich ist es aus biologischer Sicht schlecht für noch nicht ausgewachsene Körper, wenn die rauchen und Alkohol trinken. Was ich an dem Film und der Doku aber so mochte, ist, dass sie einfach ganz wertungsfrei die Realität abbilden. Da probiert der Sohn halt zu Hause mal das Bier vom Vater und da wird sich halt mal beleidigt und so weiter. Krüppel hat doch nicht alle Tassen im Schrank, der ist doch bescheuert! Sag das nochmal! Und der Regisseur geht hin und sagt, das ist vielleicht nicht schön und erstrebenswert, aber das ist halt die Realität für diese Menschen und wir lassen das jetzt einfach mal so für sie stehen. So wie die wilden Hühner ein kleiner Blick in meine Kindheit waren, hat sich das hier so angefühlt, als hätte ich einen Blick in die Kindheit meiner Eltern werfen können. Gerade bei der Doku. Mein Dad schraubt seit Kindertagen an Maschinen rum, hängt dauernd in seiner Werkstatt ab und hat auch schon Derbys auf dem Feld gemacht. Meine Mom ist auf dem Bauernhof groß geworden und war zumindest laut ihren eigenen Erzählungen auch so eine taffe Braut wie Maria, die sich auch mit Typen angelegt hat, wenn die mal blöd kam. Der Film ist wie so ein Fenster in eine andere Zeit und ich bin froh, dass ich den gesehen habe, kann aber auch absolut nachvollziehen, wenn man den sieht und sagt, nee, ist nichts für mich. Meine Freundin fand den zum Beispiel stinklangweilig und hatte keinen Bock danach noch die Doku über die Schauspieler zu schauen. Falls ihr aber Lust auf den Film habt, gibt's den auf DVD oder aktuell kann man den auch in voller Länge auf YouTube sehen. Ich weiß aber nicht, wie legal das ist und ob der da noch lange verfügbar sein wird. Das war's zu den Vorstadtkrokodilen aus den 70ern. War mal was ganz anderes und ich hoffe, dass es für euch auch irgendwie spannend war. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.